Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und was interessant ist in diesem Vers, ist, dass er sagt zweimal Vater und zweimal Jesus Christus. Mhm. Und es ist wichtig, dass wir merken, dass der Vater und der Sohn sind nicht dieselbe Person. Richtig. Es gibt die Dreieinigkeit. Mhm. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, aber sie sind nicht dieselbe Person. Ja, genau. Sie sind alle drei Gott, aber es ist eben, wir glauben zwar an einen Gott, aber in drei Personen. Mhm. Und das ist nicht, was die Moslems glauben zum Beispiel. Sie glauben, dass es nur einen Gott gibt und Gott hat keinen Sohn. Mhm. Aber die Bibel sagt das Gegenteil. Die Bibel sagt, dass Gott einen Sohn hat, dass es den Heiligen Geist gibt, dass es drei Personen gibt, nicht wahr? Ja, die Juden und die Muslime und die Hindus auch sprechen sehr viel von die Einigkeit von Gott, aber wir glauben an der Dreieinigkeit. Richtig. Und zum Beispiel in Johannes Evangelium, die Bibel sagt im Vers 1 von Kapitel 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Mhm. Und das spricht natürlich von Jesus, dass er war Gott und er war auch bei Gott. Ja. Wie kann das sein? Weil Gott existiert ewig als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mhm. Und in diesem Kapitel von dem ersten Thessalonicher Brief, im Vers 1, er spricht vom Vater und dem Herrn Jesus Christus und in Vers 5, er spricht von Heiligen Geist. Ja, wir haben also in dem Kapitel alle drei Personen genannt, nicht wahr? Und auch unter sogenannten Christen gibt es diese Irrlehre der Oneness oder Modalismus, die dann sagen, es ist nur eine Person, der Vater ist Jesus und Jesus ist der Vater oder wie auch immer. Aber das macht keinen Sinn. Ja, sie glauben, dass er zeigt sich als Vater oder als Sohn, aber es ist der gleiche Person, aber das ist nicht wahr. Mhm. Jesus sagte sehr viel, dass er hat nicht sich selbst geschickt und er tat nicht sein eigenes Wollen, sondern den Wollen von... Ja, den Willen des Vaters tat er. Genau. Er hat alles getan, was der Vater von ihm wollte. Und es gibt auch eine falsche Lehre auf der anderen Seite, die sagt, dass Jesus eine Schöpfung ist. Mhm. Eine Schöpfung von Gott, oder dass er nicht eigentlich Gott ist, oder dass er nicht ewig ist, oder dass er wurde Gott. Das ist das, was die Zeugen Jehovas lernen, nicht wahr? Genau. Ja. Gott existiert ewig als diese drei, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und der wichtigste Vers zu dem Thema ist wahrscheinlich 1. Johannes 5, Vers 7, wo es heißt, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Mhm. Genau. Und etwas auch Interessantes im Vers 10 ist, dass schon wieder wir haben der Vater und sein Sohn und dass der Vater den Sohn aus den Toten auferweckt hat. Ja. Yeah. So, er hat es nicht allein gemacht. Mhm. Jesus ist gestorben und er ist gegraben worden und er ist auferstanden, aber er hat es nicht selber gemacht. Mhm. Sondern es waren eigentlich alle dran beteiligt. Und du hast mir vorher den Vers zitiert, wo Jesus sagt, ich habe Vollmacht, mein Leben zu lassen und Vollmacht ist wieder zu nehmen. Aber hier sehen wir eben auch, dass der Vater den Sohn auserweckt hat aus den Toten. Mhm. Und das ist Römer Kapitel 8, wo es ja heißt, dass derselbe Geist, den Jesus aus den Toten auferweckt hat, wenn der in euch wohnt, so wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch denselben Geist. Also sind alle drei Personen involviert. Und etwas anderes ist wichtig zu verstehen, dass die Auferstehung Jesu ist eine körperliche Auferstehung. Viele Leute sagen, dass es nur eine geistliche Auferstehung war. Aber nachdem er auferstanden ist, hat er gegessen mit den Jungen, er hat getrunken mit ihnen, sie haben ihn angefasst und er hat ihnen gezeigt, die Löcher in seiner Hand und die Wunde in seiner Seite. Genau.
Und in Johannes Evangelium Kapitel 2, die Bibel sagt in Vers 19, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und im Vers 21, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Seines Leibes. Das ist eine körperliche Auferstehung. Stimmt, ja. Er hat es gemacht, der Vater hat es gemacht, der Heilige Geist hat es gemacht. Und das ist warum, wenn wir Leute taufen, wir taufen Leute im Namen des Vaters und des Sohns und des Heiligen Geistes. Heiligen Geistes, weil sie alle drei waren involviert mit der Auferstehung, oder? Genau, ja. So, Vers 1 ist ein guter Vers für die Dreieinigkeit und schon wieder in Vers 10, am Ende des Kapitels, sehen wir die Wahrheit von der Dreieinigkeit. Und das ist halt eine super wichtige Lehre, weil so viele angebliche Christen nicht glauben. Und unser Gott ist nicht derselbe Gott als der Gott von den Muslimen. Weil ihr Gott ist nicht die Dreieinigkeit. Ja. Er ist nur eine Person. Ich meine, sie sagen auch wörtlich, Gott hat keinen Sohn. Ja, natürlich. Und die Bibel sagt, dass du musst an den Sohn glauben, gerettet zu werden. Nicht einfach an Gott glauben, sondern an dem Sohn glauben, Amen. Gerettet zu werden. Ja.